Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Black Light Tarot vorstellen. Das kommt in einer einfachen Faltschachtel. Das Deck kommt von Tarot Collectibles. Und das ist mit speziellen Farben gedruckt worden. Und zwar leuchten dann die Farben, Neonfarben, im Schwarzlicht, besser gesagt UV-Licht. Ich habe jetzt leider kein Schwarzlicht oder UV, also Schwarzlichtlampe, aber man kann die knalligen Farben schon auch so gut erkennen bei Tageslicht. Und mit diesem arbeite ich schon jetzt seit Anfang des neuen Jahres. Und ich sage, also es macht Spaß mit denen, bringt gute Laune. Und ja, es ist ein Rider-Waite-Smith angelehntes Hybrid-Tarot-Deck. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Deswegen gehen wir mal einfach schnell durch. Die Farben sind jedenfalls der absolute Kracher mit dem Narren. Achso, die Rückseiten sehen so aus. Und natürlich kommen diese Neonfarben natürlich nur halb so gut über die Kamera rüber, als wenn man jetzt hier so live und in Farbe das wirklich sieht. Es ist der Wahnsinn. Spielkartenstärke, also nicht zu meckern, ist ein bisschen vielleicht glänzender als Seidenmatt, aber es ist auch nicht Hochglanz. Also es ist eine schöne Kartenstärke und Oberfläche, lässt sich super toll weich mischen, zum Fächer ausbreiten. Also super zum Arbeiten. Dann haben wir hier den Magier, die Hohepriesterin, die Herrscherin, der Herrscher, der Guru steht hier für den Hierophant, die Liebenden, der Wagen. Kraft, der Eremit. Auch schön ist, dass die Schrift nach der Originalschrift, der gestalteten Schrift von Pamela Coleman Smith angelehnt ist. Das macht dann noch eine persönliche Note hier beim Rad des Schicksals. Die Gerechtigkeit, der Gehängte mit Schmetterlingsflügeln. Hier der absolute hippe Tod. Dann absolute Knallerfarben bei der Mäßigkeit, also farblich gesehen ganz gegengesetzt der Mäßigkeit, also wunderschön. Einfach absolut top, diese Farben beim Teufel, Hammer. Dann haben wir hier den Turm, der Stern, der Mond. Die Sonne, das Gericht und die Welt. Jetzt kommen wir zu den kleinen Arkana. Ass der Stäbe, hier in Form einer Kobra. Zwei, die Weltkugel ist in Herzform, auch sehr, sehr neckisch. Drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Stäbe. Kommen wir zu den Pagenstäbe, der Ritter. Wunderschön die Königin der Stäbe, also diese Haare, wie so ein Sonnenaufgang, Flammenmeer, also es ist wunderschön. Dann hier der König on fire. Dann kommen wir zu den Schwertern, Ass der Schwerter. Zwei, drei, vier
5, 6, 7, 8, 9 und 10 Schwerter. Page der Schwerter. Ritter. Und ein Pegasus-Pferd. Sieht aus wie, wie nennt man diese, ach, diese Plastikponys, die es mal so gab für Kinder. Ah, so ähnlich erinnern mich diese Pferde, wie diese, ach, die haben so einen bestimmten Namen, diese Happy Pony oder irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Dann haben wir Königin der Schwerter und den König der Schwerter. Kelche, Ass der Kelche, zwei Kelche, drei, vier Kelche mit den Pilzen, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn Kelche. Dann kommen wir zu den Pagen der Kelche. Ritter. Königin der Kelche. Und König der Kelche. Und als letztes kommen wir zu den Pentakel. Ass der Pentakel. Zwei Pentakel. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was da angebaut wird, ist natürlich keine Frage bei diesem Deck. Acht, neun und zehn. Pentakel. Dann kommen die Hofkarten noch mit dem Pagen, Ritter, auch wunderschön wieder diese Haargestaltung von der Königin der Pentakel mit diesen Pilzen und den Wurzeln, Hammerfarben, dann haben wir hier noch König der Pentakel und ich habe mir noch die Sonderkarten mitbestellt, mit dem Trippin' Squirrel in Anlehnung vom Happy Squirrel als Sonderkarte, finde ich grandios. Mit diesem, ja, wie bei dem Dschungelbuch, die Schlange K mit diesen spiralförmigen, hypnotischen Augen. Dann haben wir hier als zum Auswählen eine Karte, die Welt. Zwei Kelche. Also ich bin immer bei der Originalversion geblieben. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die vier Kelche. Da fand ich auch die im Deck schon vorwahr mit den Pilzen. Finde ich sehr originell. Und dann haben wir auch noch die zwei Stäbe. Das habe ich jetzt vergessen. Das gucken wir mal eben kurz nach. Ist ja nicht schlimm. Das ist auch, also da habe ich auch die Original anstatt die Alternative. Na, wie gesagt, ich habe mir diese Sonderkarten noch, Extrakarten noch bestellt. Hauptsächlich wegen dem Eichhörnchen. Ja, das war das. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.